Warum mache ich eigentlich sowas immer? Willkommen. Jetzt habe ich das genau im Gesicht. Ich fasse es nicht. Jetzt passt's halbwegs. Gehe ich halt hier hin. Willkommen zur 11. Ausgabe der Channel News 2.0. Ich bin komplett überbelichtet. Frag mich nicht warum. Hier ist eigentlich alles dicht, aber irgendwie kommt der trotzdem noch hier. Dann habe ich irgendwie das hier und ich. Wir starten jetzt. Letzte Woche, was ist denn letzte Woche überhaupt passiert? Minecraft Ultimate kam zurück, ja. Ey, es tut mir leid, dass ich jetzt dauerhaft irgendwie. Ich muss jetzt so machen. Ja, dann könnt ihr mich richtig sehen. Wundert euch nicht, ja. Diesmal ist es hier. Wo ist das denn? Hier oben wird euch das Genius-Schild angezeigt. Hier unten ist. Oder? Ach, ich weiß es doch auch nicht. Minecraft Ultimate kam zurück. Dann begann ein neues Projekt, ja, und zwar der Thief Simulator, ein Einbruchssimulator. Oder das liegt einfach gerade daran, dass ich gerade alles mit da hier, ja, startet, ne? Das ist so ein eigentlich ein Drittprojekt, aber es ist so ein Projekt wie Mario Kart 8 Betrug. Sprich, das kommt einfach mal ein paar Mal die Woche oder einmal pro Woche. Also es ist kein richtiges Hauptprojekt oder sowas. Einfach so ein kleines Drittprojekt oder so ein Viert-Fünft-Projekt, das noch mittendrin ist. Und letzte Woche kam kein Livestream. Warum kam letzte Woche kein Livestream? Sag mal, ich flipp gleich aus. Ist das jetzt besser? Ich muss wirklich so hier sitzen. Warum? Das ist jetzt schon die schlechteste Channel News Folge, die ich jemals aufgenommen habe. Warum kam letzte Woche kein Livestream? Ja, warum kam denn kein? Genau, weil ich Videos vorproduziert habe für diese Woche. Denn ich habe endlich mal wieder ein paar Videos vorproduziert und nehme die nicht immer genau einen Tag vorher auf, weshalb es immer zu seltsamen Verspätungen von Videos kommt. Deshalb, Minecraft kommt jetzt erstmal die nächsten Tage. Da kommen wir jetzt erst zu. Montag bis Sonntag um 14 Uhr. Minecraft Ultimate, die Sonne geht wieder ein bisschen weg. Ja, um 14 Uhr Montag bis Sonntag, Minecraft Ultimate. Bis Dienstag habe ich Mittwoch habe ich es, glaube ich, aufgenommen. Eine komplette Aufnahmesession. Aber ich denke mal auch, dass Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag auch was kommen sollte. Ich hoffe es einfach mal, ne? Weil ansonsten weiß ich auch gar nichts mehr. So, kommen wir jetzt zu Donkey Kong Country 2. Als Zweitprojekt kommt es auch nicht jeden Tag. Das habe ich von Anfang an gesagt. Und gerade auch heute kommt es wieder ein bisschen zu spät. Ich sitze jetzt hier 18:23 Uhr. Die Folge ist noch nicht fertig. Oder? Wollen wir ganz kurz gucken. Vielleicht ist die Folge fertig. Ach, guck mal, sie ist ja tatsächlich fertig. Dann machen wir das jetzt. Ach, guck mal, hochprofessionell mache ich das hier. Multitasking. Ganz schnell hier die Outro noch hier rein. So, dann einfach veröffentlichen. Fertig. Jetzt habt ihr gesehen. Ihr habt es nicht gesehen, aber jetzt live in dieser Aufnahme habe ich die Donkey Kong Country Folge veröffentlicht. Um 18:23 Uhr. Kommen wir auch direkt zu Donkey Kong 23. Was? So, ich muss mich wieder sehen. Donkey Kong Country 2. Kommt nicht mehr jeden Tag, sondern nur noch heute. Dann erst wieder Montag ist heute. Dann Dienstag, Donnerstag und Samstag, Sonntag. Sprich, Dienstag und Freitag kommt der Thief Simulator. Das heißt, das wechselt sich so ein bisschen um 18 Uhr mit Donkey Kong Country 2 ab. Natürlich immer, ne? Donkey Kong Country 2. 2 Tage lang dann Thief Simulator, dann wieder das andere 2 Tage lang und so geht das halt jetzt. Nicht ewig weiter, aber mal gucken. Vor allem Donkey Kong Country 2 ist ja bald zu Ende. Ich denke mal, wir werden tatsächlich sogar vielleicht noch Ende der Woche damit fertig. Ende der Woche, Anfang nächster Woche. Warte mal. Dum, 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 dum. Wenn es gut läuft, werden wir vielleicht gerade noch so Sonntag fertig. Höchstens aber nächste Woche. Ja. Und dann startet direkt der dritte Teil. Ich fasse es doch wohl nicht. Kommen wir zur Mario Kart 8 Betrugs-Challenge. Challenge Time. Natürlich wie immer Mittwoch. Also normalerweise immer. Mittwochs, 16 Uhr. Ich habe noch keine Challenge für dieses Mal. Ihr dürft mir mal gerne eine in die Kommentare schreiben.
Nein, macht das lieber nicht. Ihr könnt eine Challenge in die Kommentare schreiben, aber die kommt sehr wahrscheinlich dann erst nächste Woche dran oder das nächste Mal. Denn ich werde wahrscheinlich nach der Challenge-Aufnahme, nachdem ich das hier alles bearbeitet habe, werde ich die Folge wahrscheinlich schon aufnehmen. Genauso wie ich den Thief Simulator noch aus. Moment, darf ich das wieder se sagen? Simulator. See you later, Alligator. Mario Kart Betrug, 16 Uhr. Die Mittwoch. Ich bin heute irgendwie komplett lost. Don't get lost. Der Unlimited Superstar. Live, genau, der Livestream am kommenden Freitag, am 11. Ja, der muss leider wieder ausfallen. Denke ich mal. Ich weiß, ich bin noch nicht zu 100% sicher, aber meine Mutter hat am Donnerstag, am 10. September Geburtstag und sehr wahrscheinlich feiert die ihren Geburtstag am Freitag. Das ist dann natürlich nicht so gut. Denn, ja, dann kann ich keinen Livestream machen. Und deshalb fällt da sehr wahrscheinlich der Livestream aus. Falls ihr euch jetzt fragt, ja Mensch, warum mache ich denn an anderen Tagen keinen Livestream? Warum denn nicht von Montag bis Donnerstag? Ja, vielleicht habt ihr da mal drüber nachgedacht, dass ich da noch irgendwelche Videos bearbeite. Ich meine, ich hab's das letzte Mal irgendwie schon dreimal gesagt. Nein, ich habe das letztes Mal schon gesagt, dass ich 3 Stunden pro Tag Zeit habe für YouTube. Sprich, Videos aufnehmen, bearbeiten, rendern, hochladen, YouTube-Bearbeitung, das noch immer 5 Stunden dauert, Thumbnails, Titel überlegen und was weiß ich noch alles. Und da hat man dann ein Video in diesen 3 Stunden gemacht. Und deshalb ist das immer ein bisschen seltsam. Jetzt kommt die Sonne schon wieder. Deshalb habe ich Montag bis Donnerstag schon mal gar keine Zeit. Freitags habe ich ein bisschen mehr Zeit. Deshalb kommt da auch abends immer der Livestream, weil ich dann die ganzen Videos mittags mache. Ich komme erst um 16 Uhr nach Hause. Dann eine Stunde lang mache ich einfach nichts. Da esse ich oder da gehe ich duschen oder sowas und sowas, so Dinge halt, ne? Dann eine Stunde habe ich schon wieder keine Zeit. Das sind noch circa 3 Stunden. Das stimmt doch nicht mal. 3 Stunden waren es noch vor ein paar Wochen. Jetzt sind es ja wieder mehr. Wie gesagt, ich bin heute komplett lost. Es tut mir so leid. So leid. Privit. Privet. Nee. Ach Gott, was mache ich denn? Warum kommt dann kein Livestream? Irgendwann anders. Freitag, wie gesagt, dann mache ich halt mal den Livestream diese Woche halt nicht. Samstag, warum kommt da kein Livestream? Weil das eigentlich immer so der große YouTube-Tag ist von mir. Sprich, da nehme ich eigentlich immer die meisten Videos auf. Es gibt 2 Arten von Samstagen. Der eine Samstag ist, wenn ich eigentlich alles für YouTube mache, da sitze ich den ganzen Tag eigentlich nur vom PC und versuche da irgendwas zu regeln. Aufnehmen, bearbeiten, sonst was. Dann gibt es noch den zweiten Samstag. Da mache ich einfach gar nichts. Ich mache da wirklich nichts. Also so eigentlich wie meine Pause ausgesehen hat, so sieht manchmal bei mir der Samstag aus. Sonntag ist eigentlich noch mein Arbeitstag. Sonntags, was ist denn heute los? Sonntags, da hängt eine Spinne, sehe ich. Sonntags, da bin ich noch loster. Sonntagmorgens bearbeite ich erstmal alles. Da lade ich eigentlich dann die ganzen Videos vom Vortag dann hoch für nächste Woche. Mittags mache ich dann alles Mögliche. Dann saug ich hier durch oder was weiß ich. Das ist meine Ruhephase, sag ich einfach mal. Deshalb Sonntag sowieso kein Livestream. Deshalb ist dann kein Tag mehr frei. Ja, also sehr vielleicht kommt ja am Samstag dann ein Livestream, weiß ich. Denke ich aber allerdings eher nicht. Es tut mir dann leid. Nächste Woche geht's hoffentlich wieder los. Kommen wir auch schon zum letzten, zum Kommentar der Woche. Den hab ich heute nicht. Weil ich habe mir mal die Kommentare alle durch, mache ich ja immer. Ich gucke mir immer die Kommentare von seit einer Woche dann an. Und erstmal habe ich diese Woche, also die vergangene Woche, eigentlich kaum Kommentare bekommen von anderen Leuten, außer von dem Agenten. Wirklich alle 2 Kommentare oder ihr wisst, was ich meine, kam vom Agenten und das dann tausendmal untereinander. Und tausend Antworten von mir. Und dann habe ich mir die mal durchgeguckt. Ich dachte mir, einerseits war der letztes Mal schon da dran. Andererseits war da kein Kommentar dabei.
den, der mich richtig aus dem Zocken geholt hat, den ich irgendwie hier reinpacken musste. Deshalb kommt heute einfach mal nix. Ja, wir spielen heute einfach mal den Samstag und machen nix. Deshalb gibt es heute keinen Kommentar der Woche, aber wenn ihr Kommentar der Woche für nächstes Mal werden wollt, schreibt doch gerne einen Kommentar, ist ganz egal unter welches Video. Hauptsache es ist im Zeitraum von heute bis nächsten Montag. Oder bis zum nächsten Tag, wo die Channel News da kommt. Ich sag nicht mehr, dass es Montag ist. Das muss ich jetzt mal ganz kurz gucken. Wie lange kam die Channel News jetzt montags? Außer letzte Woche. Montags, Montag, 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 Donnerstag. Und wieder der Montag. Das waren die Channel News 2.0. Ich weiß nicht, wie es bei den Channel News 2.1 aussieht. Okay, das war's auf jeden Fall heute von der etwas kürzeren. Die ist genauso lang. Ich versuche immer irgendwelche kürzeren Videos zu machen, hat funktioniert auch nicht. Das waren von heute die Channel News 2.0. Genau. Wie ihr Kommentar der Woche werden. Schreibt einfach einen Kommentar, was mich sehr interessieren könnte, was unbedingt an die breite Masse soll. Und dann würde ich auch sagen, das war's von den Channel News 2.0. Das war der Strolli heute mit den Not a Special News. Bis zum nächsten Mal. Oh, verdammt, das waren so viele. Privat.